Und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter hier im Waldtempel oder Waldschrein aktuell. Da drüben ist auch noch eine Schatzkiste, da kommen wir aber aktuell nicht hin, ne? Da müssen wir wieder Fackeln anzünden. Ja, wir stolzieren hier noch ein bisschen umher. Wir werden wahrscheinlich den Dungeon nicht abschließen können, da bin ich mir relativ sicher. Aber trotzdem werden wir versuchen, das Bestmöglichste zu erreichen. Wir haben halt immer noch kein Schwert, ne? Das ist auch immer irgendwie noch so traurig, so ein bisschen. Irgendwie schon. Leute, ich habe bis jetzt einen Kommentar bekommen, wie ihr mich am besten unterstützen könnt. Oder wie man mich mal am besten unterstützen kann, war die Frage des Kommentars. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach nur meine Videos schauen, Video liken, falls ihr Bock habt, mich abonnieren und am besten noch einen Kommentar schreiben. Das unterstützt mich schon so sehr, denn YouTube hat ja quasi so im Hintergrund so Daten laufen, und wenn da geliked wird und Kommentare geschrieben werden, dann wird das automatisch als positiv bewertet und dementsprechend ja, bekomme ich dann höhere Aufrufzahlen. Also da ganz easy, mich zu unterstützen. Da müsst ihr nicht mal irgendwas spenden oder so. Und ich freue mich auch mega darüber. Bit. Warte mal, wie mache ich denn das? Ich muss den euch von da oben, ne? Den Typen nehmen. Okay. Warte. Da ist nämlich auch eine Schatzkiste mit dem Herz. Und hier kann ich einfach durchballern mit dem... Bam! So geil. Es ist so lustig, was man da alles machen kann in einem Randomizer. Dim. So, ja, der Plan andersweitig ist dann heute, dass wir auf jeden Fall noch in die verlorenen Wälder gehen. Das war heute noch der Plan. Jo, geil. Punktlandung. Sehr schön. So, und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal eine Schatzkiste abstauben. Und dann sieht es halt langsam auch schon wieder mau aus. So. Oh, da, ja, schön. Ich habe dafür Geld ausgegeben. Oh, ist das traurig. Shit. Wie viel Geld habe ich ausgegeben? 210 Rubine, glaube ich, ne? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Obwohl, da gibt es zwei Schatzkisten, aber da kann ich, glaube ich, auch nur eine holen. Denn eigentlich brauche ich jetzt den nächsten Boomerang. Und hier komme ich, glaube ich, allgemein jetzt nicht weiter, oder? Dim. Oder ich brauche hier doch auch schon einen Boomerang, oder? Bam. Ich glaube ja. Ich glaube, ich brauche hier den Boomerang. Ja. Hier brauche ich einen Boomerang auf jeden Fall. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Da gibt es nämlich ein Äffchen. Ein weiteres. Aber das bringt mir gerade nichts. Gut, ich kann mir hier noch eine Schatzkiste holen. Mindestens eine. Ne, zwei. Zwei sogar. Denke ich. Einer da drüben brauche ich einen Schlüssel. Aber ich kann mir trotzdem zwei Schatzkisten holen. Man könnte sich sogar drei holen. Ja, Wahnsinn. Dü-düm. Ba-ba-ba-ba. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Ich glaube, hier wäre sogar ein Schlüssel drin. Normalerweise. Aber haben wir ja nicht. Ah. Auf den Schreck erstmal einen Schluck Kaffee. So, 10 Rubine. Ba-ba-ba-ba. Hier ein bisschen aufpassen auf die Tretfallen. Auf die Tretminen. So, und hier kann ich dann wunderbar den machen. Und da war auf jeden Fall auch noch eine Schatzkiste. Aber wir werden halt nicht so weit kommen. Das ist halt das Traurige. Ah, ein Herzteil. Sehr schön. Das nehmen wir mit. 12. Ja, und theoretisch haben wir halt da noch eine Schatzkiste. Oben ist noch eine Schatzkiste, aber da komme ich an beide Orte nicht ran aktuell. Dementsprechend ist das hier eigentlich schon vorbei. Oh Gott. Ah. Hilfe. Wir könnten uns noch ein Äffchen holen. Oh ja, machen wir das halt, oder? Holen wir uns noch schnell ein Äffchen.
Beziehungsweise, nee, warte mal, da kann ich einen Schlüssel holen. Also, ja. Ist halt randomized, also Schlüssel und ein Äffchen? I don't know. We will see. Hier ist so eine Pflanze, oder? Ja, genau. Hier ist so eine kleine Pflanze. Die müssen wir weghauen. Zack. Oh Gott. Frame und Brücke. Bam. Wie gefällt dir das? Alter, was sind das für Frame-Einbrüche? Holy moly. Ja, Spiel ist nicht gewohnt, dass man die Pflanze mit dem Morgenstern killt, ne? Kann ich mir auch vorstellen. Oh Gott. Zack. Und rein da. Bitteschön. Lass schmecken. So, ja, da bräuchte ich halt einen Schlüssel. Mal sehen, was jetzt hier rauskommt. Es sieht aus wie ein Schlüssel. Aber es sind Frühstücksflakes. Ne, was ist es? Zack. Ja, 50 Rubine. Siehst du? Kann man hier einfach niemanden vertrauen. Okay, dann sind wir hier fertig. Ich würde einfach mal die Tante für einen Abflug nehmen, würde ich sagen. Die haben wir ja eingesagt. So. Let's go. Die wird auch immer zu selten genutzt. Rausgehen. Tschüss. Dementsprechend, die nehmen wir mal mit. Wunderbar. Jo. Und theoretisch könnte man jetzt einfach sich wieder zurückporten. Ob wir das machen? I don't know. Aber wir gehen jetzt erstmal in Wolfsgestalt in den verbotenen Hain. Beziehungsweise erstmal... Ja, ist der verbotene Hain, ne? So, verwandeln. Dann schauen wir mal, was wir hier so Schönes zustande bekommen. So, bin gespannt. Ich weiß nämlich gerade selber nicht mehr, ob ich das mit dem Horror-Kit noch anhab. Oder ob, Oh Gott, nein! Das war schlecht. Ja, ob ich das mit dem Horror-Kit anhab oder ob ich das quasi schon übersprungen habe. Kann man nämlich auch einstellen. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, im Normalfall, wenn du das erste Mal den Heiligen Hain betrittst, ist es ja so, dass du mit dem Horror-Kit dich arrangieren musst. Das so ein bisschen jagen, ein bisschen angreifen. Aber maybe, möglich, wir haben es schon gemacht. So, das ist auch eklig. Geil. Sehr, sehr gut gemacht. Okay, hier können wir einmal eine Flöte spielen. So, ich hoffe, das reicht. Okay, auf geht's. Was spielen wir hier eigentlich? I'm not sure. Vielleicht kann ich's besser hören, wenn die jetzt spielen. Ach so, ja, okay, ich weiß, was es ist, aber... Okay. Im Heulen ist es immer schwer zu hören, finde ich. La 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 la. So, yo. Mal sehen, wo der Wolf wieder abhängt. Ich bin gespannt. Wir haben auch bis jetzt nur einen eingesammelt, oder? Wie viele haben wir denn bis jetzt? Der ist... Okay. Der ist vorm Schloss. Da müssen wir nochmal hin. Und dann hätte ich gesagt, auf in den Wald, oder? So, ich bin gespannt. Horror-Kit an oder aus? I don't know. Alter. Einfach Wüstentempel hier. Okay, ich glaube, er ist an.
Heulen muss ich auch nicht nochmal. Oh, okay, das ist noch an. Hi. Aber theoretisch, ich werde nur durchgeführt, ne? Ich muss jetzt quasi einfach nur den Fackeln folgen. Oder, ah, die Fackeln. Dem Licht. Folge dem Licht. Nebenbei so ein bisschen... Hä? Hier war doch aber gerade Licht. Oh nein, da ist es. Jawohl, Alter. Okay, ich muss doch nicht nur folgen. Ich muss auch angreifen. Na, mal gucken. Mal gucken, was wir so Schönes finden hier. Also man kann auf jeden Fall noch... Wir haben auf jeden Fall noch nicht alles, um hier alles zu finden. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Komm mal da. So, da haben wir eine Geisterseele. Die würde ich mir gerne holen. Alter, übers Wasser, ey. Grinden die hier rüber. Boah, sind die nervig. Ich hasse die so sehr, die Marionetten. Hi. Hast du was Gutes für mich? 20 Pfeile. So. Wahnsinn. Leider gar nicht gut. Schade. Hilfe. Ja, ja, ja. Ist der gerade hier oben? Oder wo ist der? Gott. Ich sehe gar nichts. Mann, die Kamera. Doch, da ist er. Hilfe. Ja, hier muss ich auch wieder Fackeln anzünden. Ich habe halt keine Lampe. Ich hoffe, dass wir die vielleicht bekommen. So, warte mal. Hier muss ich aber jetzt den machen. Und mal kurz auf den Bogen wechseln. Kommt her, Leute. Rambazamba. So, und dann. Wo ist er? Zack. Weiter geht's. Ach ja. Meine Lieblingsbeschäftigung, im Horror-Kit hinterherjagen. Also als Wolf sind wir stärker und schneller. Das auf jeden Fall. Aber wir haben halt keine Fernkampfwaffe. Ist ein Nachteil. Hilfe. So, da kann man nicht lang. Aber hier. Jetzt müssen wir bestimmt da hoch, oder? Ne, da leuchtet. Na, was ist jetzt hier? Jetzt müssen wir da lang. Meine Güte. Hä? Hier war ich doch überall schon mal. Was macht der mit mir? Hä, ist er doch gerade hier geleuchtet oder bin ich doof? Hilfe! Hier vielleicht? Nee. Aber hier. Hier, hier, hier. Jetzt hab ich's. So, muss ich nach oben? Ja, ich muss nach oben. Alles andere ergibt keinen Sinn. Da ganz oben in der Ecke steht er. Bam, Alter. Ohne Bogen kommst du ja auch nicht weit. So, jetzt ist er aber hier oben drauf, oder? Ja, jetzt kommen wir auch in die Endphase. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir einen Randomizer spielen, dann mache ich das hier aus.
Ja, jetzt Endphase. So. Na dann. Jetzt müssen wir einfach nur schnell sein. Ja, okay. Oder auch nicht. Das war's schon. Drei Treffer. Wie easy. Hey, das war doch lustig. Du darfst durch zu dem geheimen Ort. Wahnsinn, danke. Und Pfeile kriege ich auch noch. Und ein Herzchen. Wahnsinn. Also hier wirst du echt gut bedient. So, warte mal. Aber hier... Gibt's hier noch was? Denn wir wollen natürlich viele Geister und so sammeln. Aber hier gibt's jetzt gar nichts so... Zum Buddeln, ne? Nö. Nö, hier ist das jetzt gar nicht. Okay, dann hier geht's aber zu dem geheimen Ort. Alles klar. Dann haben wir nämlich das wenigstens schon mal gefunden. Und dann können wir uns jetzt, glaube ich, auch hierher teleportieren, sobald wir... einmal gegen die einen Viecher gekämpft haben. So, hier haben wir auf jeden Fall irgendwo noch ein Insekt. Okay, in dem Fall ist es aber ein Rubin. So, ich mache schon mal Insekt auf 21 und zack. Wir müssen unbedingt bald wieder Geld ausgeben, Leute. Unbedingt. Und Nacht müssen wir machen. Okay. Also hier ziehen wir jetzt nicht das Masterschwert. Nö. Müsste das nicht drinne stecken? Normalerweise? Ich mach mal kurz Nacht. Tageszeit ändern, dann müsste ich auf jeden Fall ein Geist kommen. Zack. Ich habe den Geist überrascht, Junge. Ah, auch nur 10 Rubine, ist das traurig. Okay, 20. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir... Kann sein, dass ich noch ein anderes Schwert brauche normalerweise. I don't know. Aber ich kann aktuell das alles noch gar nicht triggern, so wie ich das gerne hätte, ne? Es geht gerade nicht. Nee. Schade. Okay. Wir schauen uns erstmal weiter um in den verlorenen Wäldern. Aber ich weiß nicht, brauchen wir ein anderes Schwert erst? Oder wir müssen auf jeden Fall auch erst mit dem Typen reden. Also gibt es ein paar Triggerpunkte wieder. Aber wir haben es zumindest schon mal angekratzt hier, das ganze Gebiet. Und wenn wir Glück haben, kriegt man hier den Geist noch schön und ein schönes Item. So, und... Hulu! Ah, oh, spielen nur 10 Rubine. Meine Güte. So, und hier kann ich mich aber reinbuddeln. Da ist noch eine Höhle. Hier bräuchte ich dann eigentlich noch einen Kreisel. Okay. Ja, und den habe ich nicht erwischt. Was? Zack. Zack. Okay, hier war noch einer. Hi. Zack und bam. 9. So, waren das alle?
Natürlich nicht, da oben hängt noch eine. Die kriege ich als Wolf wieder nicht runter. Kriege ich die mit dem Ding runter? Jo. So, das müssten es alle gewesen sein. Schatzkiste gibt's. Die schauen wir uns mal noch an. Im nächsten Part, liebe Leute, machen wir einen kleinen Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Twilight Princess. Tschüssi, Leute.